Im heutigen Freitagsspiel der Bundesliga empfängt Hertha BSC den FC Schalke 04. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei Spox. Hertha BSC liegt als Tabellensiebter nur einen Punkt hinter den Europapokalplätzen zurück. Schalke 04 dagegen ist lediglich auf Platz 12 wiederzufinden. Die Partie zwischen den beiden Mannschaften findet am heutigen Freitag um 20:30 Uhr im Berliner Olympiastadion statt. Schiedsrichter der Partie ist Dr. Felix Brüch. Die 20 Clubs in Europa mit den höchsten Schulden, ein Deutscher ist dabei. Die UEFA hat in ihrem aktuellen Benchmarking-Report die europäischen Clubs mit den höchsten Schulden bekannt gegeben. Ein Trio hat sich an der Spitze abgesetzt, auch ein deutscher Club ist vertreten. Spox zeigt die Top 20. Platz 20 FC Kopenhagen 143 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 10% im Vergleich zum Vorjahr. Platz 19 FC Middlesbrough 146 Millionen Euro Nettoverschuldung, Jahresvergleich nicht möglich. Platz 18 AS Monaco 147 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 13%. Platz 17 BESIKTAS 154 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 8%. Platz 16 FC Schalke 04 158 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 21%. Platz 15 Olympique Lyon 174 Millionen Nettoverschuldung, minus 31%. Platz 14 FC Porto 177 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 10%. Platz 13 AFC Sundeerland 185 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 3%. Platz 12 FC Valencia 213 Millionen Euro Nettoverschuldung, minus 12%. Platz 11 Fenerbahce 215 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 44%. Platz 10 AS Rom 219 Millionen Euro Nettoverschuldung, minus 14%. Platz 9 FC Liverpool 225 Millionen Euro Nettoverschuldung, minus 17%. Platz 8 ZSKA Moskau 229 Millionen Euro, plus 18%. Platz 7 Galatasaray 229 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 13%. Platz 6 Benfica 269 Millionen Euro Nettoverschuldung, minus 13%. Platz 5 AC Milan 272 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 30%. Platz 4 Juventus 289 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 2%. Platz 3 Atletico Madrid 391 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 44%. Platz 2 Inter Mailand 438 Millionen Euro Nettoverschuldung, plus 44%. Platz 1 Manchester United 459 Millionen Euro Nettoverschuldung, minus 18%. Hertha gegen Schalke heute live im TV und Livestream. Wie gewohnt läuft das Freitagsspiel der Bundesliga auf Eurosport. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung auf Eurosport 2 HD Extra. Die Übertragung beginnt um 19 Uhr mit Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer. Zusätzlich könnt ihr die Partie auch im Livestream mit dem Eurosport Player verfolgen, allerdings benötigt ihr hierfür ebenfalls ein Abonnement. Darüber hinaus bietet Spox wie gewohnt auch einen Live-Ticker zu dem Spiel an. Hertha BSC vs. Schalke 04, voraussichtliche Aufstellungen HBSC, Jahrstein, Lustenberger, Stark, Rekik, Lazaro, Meier, Kujic, Plattenhardt, Dilorosun, Duda, Selkes 04, Nübel, Stambouli, Sain, Nastasic, Caligiuri, McKennie, Rudi, Otschipka, Skrypski, Ud, Schöpferter gegen Schalke, die letzten Duelle Wettbewerb, Datum Heimgastergebnis Bundesliga 2. September 2018 FC Schalke 04 Hertha BSC 0:2 Bundesliga 3. März 2018 FC Schalke
04 Hertha BSC 1:0 Bundesliga 14. Oktober 2017 Hertha BSC FC Schalke 04 0:2 Bundesliga 11. Februar 2017 FC Schalke 04 Hertha BSC 2:0 Bundesliga 18. September 2016 Hertha BSC FC Schalke 04 2:0 Bundesliga 11. März 2016 Hertha BSC FC Schalke 04 2:0 Die Tabelle der Bundesliga vor dem 19. Spieltag Platz Teams wie Tore Erster Borussia Dortmund 1845 zu 1.827.452 Bayern München 1839 zu 1.920.393 Borussia Mönchengladbach 1837 zu 1.819.364 RB Leipzig 1831 zu 1.813.315 Eintracht Frankfurt 1837 zu 2.413.306 Wolfsburg 1828 zu 244.287 Hertha BSC 1829 281.278 TSG Hoffenheim 1833 zu 267.259 Werder Bremen 1829 zu 2.902.510 Bayer Leverkusen 1826 zu 30.042.411.1 FSV Mainz 05182024424412 Schalke 04182225321113 SC Freiburg 1822 zu 2862114 Fortuna Düsseldorf 1821 zu 34132115 FC Augsburg 1826 zu 31150516 VfB Stuttgart 1814 zu 38241417 Hannover 961817 zu 36-191118.1 FC Nürnberg 1815 zu 41-2611 Werbung